Guten Morgen. Gleich geht's los. Noch einen Schluck Tee. Und dann geht's los. Nuki. Mama, wo bist du? Ja, das, das ist important. Oh. Wir haben alles auf dem Band. Nicht mehr, weil Bänder gibt es nicht mehr. Aber digitales Band. Digipixel. Ja. Guten Morgen. Anouk. Was ist denn los? Ein Lumen. Ach, Lumen. Was mit Lumen? Sachen, lass sie. Ja, aber sie hat es mir erlaubt. Ja, aber das ist bei Lumen halt so. Dann wünsche ich mir noch so ein Armband, mit dem man spielen kann, das so auseinander geht. Mhm. Kennst du die? Mhm. Ich kenne auch die. Und ein Barbie-Wohnmobil. Lipgloss-Auto, Barbie-Wohnmobil, Badewanne. Ich weiß nicht, wo ich das alles hin tue. Oh ja, jetzt hat sie piept. Jetzt ist 9 Uhr. Fantastisch. Nicht zu spät. Überfall. Überfall. Moin, Wolfgang. Ich hab was für dich. Was denn? Da kannst du heute oder morgen mit noch fahren. Hier. Oh, eine Tageskarte. Nee, eine Monatskarte, ja, aber leider ist er nur noch 2 Tage gültig. Achso, nein, nützt mir nicht viel, aber trotzdem danke ich. Na, was heißt nützt nicht viel, ist für heute oder morgen? Kannst du. Morgen ist der 6. Sonntag, Montag. 6. Montag. Na, morgen oder Montag, Sonntag. Aber trotzdem danke schön. Nee, morgen. Nur noch morgen. Heute? Nur morgen. Heute kannst du noch durch die Gegend tingeln oder morgen? Ja, ja, dann machst du morgen, Samstag, ja, machst du eine Tour. Ja. Kannst du im Garten fahren damit? Ja, vielleicht fahren wir dann mal raus, nein, das ist nicht gut. Was gibt's denn in Zeitung? Komm, zeig mal. Aber wie gesagt, das ist. Wolfgang ist weg. So, jetzt werde ich mich um den Laden ein bisschen kümmern, ein bisschen aufräumen, ein bisschen gucken. Sauber machen. Vorbereiten. Ja, wieso? Das Paket immer noch nicht da ist. Welches Paket? Na, von den Typen. Ja, gut. Na, der. Keine Ahnung, dieses Mikrofongerät oder so. Er hat geschrieben, dass es wohl angekommen ist, aber er hat keine Benachrichtigung gekriegt und es steht auch nirgendwo, wo es abgegeben wurde. Oh Gott. Und wenn du bei Hermes gehst, steht da A und Stern, 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 Stern wurde es abgegeben. Dann habe ich angerufen bei Hermes. Nee, also die Sendungsnummer gibt es hier nicht. Ich so, was bedeutet das? Wenn ich das bei Hermes eingebe, steht da, wurde zugestellt. Ja, dann geben sie mir nochmal eine andere Nummer. Habe ich hier durch. Nee, also. Ja, gar nichts. Und dann war da was weg. Wie dann war es weg? Dann war, wurde aufgelegt oder so. Oder Verbindung war, keine Ahnung. Dann habe ich nochmal angerufen, habe mit einem anderen Typen gesprochen. Der hat es natürlich gefunden. Ja. Und hat mir gesagt, wo es abgegeben wurde. Das habe ich dir jetzt geschrieben. Uli, Uli, ein Holländer. Oder sowas in der Art. Und dit als erstes Rad im Morgen. Holland am Morgen, bring Kummer und Sorgen. Grüße an die Leute von Radlust. Hatte ich eine Kundin hier, die war ja nicht so erfreut, was da passiert. Aber das hat man ja ab und zu. Ja. Manch einer ist von denen enttäuscht, manch einer von denen. Deswegen, bei mir sind sie hoch. Oh, ja. Ich habe gestern den ersten Hasskommentar erhalten. Wirklich den ersten Hasskommentar. Du bist so scheiße, Baby.
So richtig scheiße. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich glaube, ich weiß es gar nicht genau, aber der Kollege hat den Kommentar dann auch wieder gelöscht und gegen einen harmloseren ausgetauscht. Bloß, was die nicht wissen, die guten Leute, ist, man sieht hier trotzdem. Aber alles, was einmal abgegeben wurde, ist drin, ob ihr es löscht, entfernt oder auch nicht. Es bleibt zumindest in der Kurzform in meinen Benachrichtigungen erhalten. Jo, naja, wollte ich nur mal so sagen, ne? Hater, 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 Hater. Meine Frau geht einkaufen, geht die Geschenke kaufen für die Anouk, die hat ja bald Geburtstag, für die Eliana, die wird eingeschult jetzt morgen und deswegen bin ich morgen nicht da. Ich bin morgen zu, ich freue mich, ich bin morgen, ich habe frei, kann Zeit mit der Familie verbringen, ich habe Samstag und einen Sonntag hintereinander, das hatte ich schon lange nicht mehr, ich freue mich total, das finde ich richtig gut, freut mich wirklich, heute ist quasi mein letzter Arbeitstag. Für diese Woche natürlich. Ja. Keine Angst, keine Angst. Ich komme wieder. Das ist da Bescheid. Aber es wird ja nicht so sein, dass ich gar nichts mache. Wahrscheinlich werde ich morgen Abend auch einstellen. Da kann ich endlich mal diese eBay-Schose machen. Auch meine Sachen. Wird ja auch mal Zeit. Krieg nicht mehr. So. Ich Quatsch, reimt sich einfach nur. Was ist mit dem Felgenband los hier? Das sieht doch nicht mehr so frisch aus hier, nicht, wenn mir alles entgegenfällt. Hier. Der Reifen ist schon alt. Klassische Methode jetzt wieder. Viele sagen ja oldschool. Ich nenne das einfach ever school. Das Ding haben wir. Das Ding ist ein Gummi. Der ist ultra stabil eigentlich. Ja. Außer wenn es noch keine Luft drin hat. Das ist mit zu wenig Luft gefahren worden. Der Reifen sieht man deswegen einfach kaputt. Wahrscheinlich eher nur. Aber der Reifen ist halt auch nicht mehr so doll. Der wird kontrolliert. Dann kommt das Ding, dieser alte Schlauch ohne Ventil, mit diesem herausgeschnittenen Ventil, kommt dann hier rein. Und dann haben wir wieder Anti-Platt-Funktion. Jetzt checken wir den Reifen. So, da ist mit zu wenig Luft gefahren worden. Merkt man, da sind lauter Krümel drin. Gummiabrieb. Das war zu wenig Luft. Das war einfach. Kommt er hier drin? Beziehungsweise kommt da natürlich erstmal auf die Felge auf. Oh, das ist eng hier alles, ey. Ich muss das umbauen. Ey, mein Sohn, ja, wenn der da wäre, ich würde so viel mit ihm machen. Das ist ja auch lustig immer, wenn er da ist, ey. Quatscht man irgendwie ganz anders, dann ist man irgendwie, macht man mal Scherze, Späße. Schade, dass der so selten da ist. Ich finde es richtig schade. Mann, oh. Tja, ich baue. Jetzt baue ich den ein. Da ist das drin. Da ist das drin. Und wir hören nicht klappern. Geiler Typ, sagt er. Für den Tipp. Oh ne, ich hab's gewusst. Oh ne, 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 oh ne.
Schnauze. Huh, Schnauze. Das ist Berlin, nur. Da kriegst du ihn auf die. Einfach so. Just for. Ne? Just for being there. Hier. Just for being here. Just for doing human being. Humanes Sein. Das ist eh noch auf die. Heute natürlich gut, aber das Lager ist auch irgendwie, also, alt, abgefahren, kaputt. Ja, fertig, aus, mehr sag ich nicht. Hier haben wir das zertretene Vorderrad zertreten, das beim Unfall kaputt gegangen ist. Von der guten Dame mit dem Rennradreparatur, letzte Woche war das, glaube ich. Oder war diese Woche? Ich sag nicht mehr. Und, da ist ja eine 105er Narbe drin. Die läuft überhaupt nicht mehr schön, aber ich würde sie trotzdem raustrennen. Das wollte ich jetzt noch schnell machen. Weil der Rest geht in Schrott. Aber die Narbe. Ach, sogar eine 600er Narbe. Na, schau mal an, da musst du sowieso raus. Ne? Da haben wir sie. Rausgetrennt. Also. Aber wie gesagt, die läuft nicht so schön. Die hackelt. Gucken wir uns auch an, im Winter denn vielleicht. Mal schauen. Mann, 14 Aufnahmen schon heute. Naja, nichts passiert. Warte, was? Nee, da war nichts. Ich habe schon Halluzinationen. Bremszüge und natürlich auch Bremshülle. Staubt ein wenig. Geh mal lang. Achtung. Tada! Oxidant. Das gute Oxidant. Wieder richten hier.
Nuggets? Ja. Mit Soße? Mhm. Nuggets ohne? Ich nehme deine Pommes. Erzähl, was war? Wo warst du? Das ist ja schon Nuggets. Das ultimative Geschenk. Für wen? Für die Kinder. Ich weiß jetzt aber noch nicht genau, wer was bekommt. Zauberstab. Olli Benja. Woher weißt du das? Na, sehe ich doch. Wahnsinn. Was ist das? Ich habe mich darüber gefreut, weil ich das irgendwie ganz schön finde. Das ist einmal der Elderstab. Von wem war das? Achso. Aber das sind Originale, also jetzt keine nachgemachten Scheiße. Dumbledore. Oh, 35 Öcken. Ja, das Holz. Dann Hermine. Ja, das Holz. Hermines. Ich muss noch überlegen, wer wen kriegt. Ja, aber die sind dann auch zugeteilt. Ja. Das ist kein Holz. Doch, das ist Holz. Hast du mir gesagt, das ist Kirschholz. Kein Holz. Doch, sie hat gesagt, es ist Holz. Die sollen aufpassen, weil die auch splittern können. Das ist kein Holz. Sie hat gesagt, es ist Holz. Bei dem das Gleiche. Das ist kein Holz. Keine Ahnung, sie hat es gesagt. Wie kommt sie denn darauf? Das ist Kunstharz. Die platzen. Die zerplatzen, wenn die runterfallen. Kommen Sie darauf zu sagen, das ist Holz? Wahrscheinlich ist es aus Holzharz. Mann, ist das kein Spielzeug. Die Dinger gehen kaputt, wenn man sie auf die Erde wirft. Mhm. Das ist wie Glas. Ja, und ich habe einen ganz schönen noch. Also das hier ist definitiv kein Holz. Den anderen habe ich gar nicht in der Hand, ja. Sie meint zumindest Holz. Ich weiß jetzt auch nicht, sie hat es nicht bei allen gesagt. Das ist ja dieser, den finde ich sehr schön. Oh, scheiße. Mann! Unser Echtheitszertifikat. Gott. Da steht nur ein Wort drauf, Holz. Hier. Auch richtig, Theater. Bei mir macht es ja nicht. Dann kommen sie so an. Ja. Dann ist es so zwiegespalten. Soll ich jetzt mit Papa anschreien oder nicht? Nee. Ja. Ich muss aber mal kurz. Ich muss ihn anschreien. Mal ganz kurz. Und dann sitzt er im Auto so. Und dann kommt sie mal kuscheln hinterher. Ich mein's ja nicht. Klar, die lösen sich immer mehr anders. Guck mal, wie Skadi ist. Die ist total anhänglich. Ne? Ist klar, dass nee, nicht bei mir. Ja, aber guck mal, mit 18 ist die das auch nicht mehr. Ist klar, zwischendurch gibt es Phasen, wo die sich richtig entfernen. Ne? Oh, und da hat sie an der Tür gehangen heute. Und nein, du sollst nicht gehen, du sollst hier. Hat sie geklammert, wie Sau. Hä? Ja, den Bus haben wir schon. Den Bus, den Lipgloss-Bus. Ja, den Lipgloss-Bus. Ein Glück hast du den nicht wieder vergessen oder gesagt, nee, den will ich doch nicht, wo ich hatte ihn ja dann schon gehabt. Und dann will sie ja, ach so, die LOL-Kugeln will sie ja eigentlich noch haben. Nee, der hat sie mir nicht gesagt. Und zwar die große eigentlich, die goldene, aber die goldenen gibt es nicht mehr. Kriegst du nicht mehr zu kaufen, auch nicht online. Es gibt nur noch die lilanen, aber die findest du blöd, weil Papa hat gesagt, die macht so viel Dreck. Wer? Die macht so viel Dreck, hast du gesagt. Erstmal hat sie zu mir gesagt, aber die mag ich nicht so gern, weil die macht so viel Dreck. Also hat Papa gesagt. Irgendwann spricht. Die sind doch dann in diesem komischen Muschelding, was man auflösen muss. Im Wasser. Ja, hast du mal gesehen, wie das färbt, das Scheißzeug? Nee, ich hab mir die Sendung nicht angeguckt. Ja, ich musste die ja sehen da unten, nee. So, was passiert eigentlich, wenn der Bremsanker abreißt und sich einmal rumdreht beim Bremsen und die Narbe danach fest ist? Was passiert eigentlich dann mit der Narbe? Das schauen wir uns jetzt an. Das ist hier passiert. Hinterher hatte sie Spiel. Ja, das sieht man so ein bisschen hier. Und der dritte Gang funktioniert nicht mehr, beziehungsweise im dritten Gang scheint irgendetwas da drin zu blockieren. Wir schauen uns an, was denn dabei passiert ist bei diesen. Ich simuliere euch nochmal, zeige euch nochmal, was da passiert ist. Oder wie es passiert ist, wie ich das Rad vorgefunden habe. Vorgefunden habe ich das Rad so. So.
So stand der Bremsanker, die hintere Narbe war fest. Das habe ich gelöst bekommen, aber es scheint ja irgendetwas in der Narbe kaputt gegangen zu sein. Das schauen wir uns jetzt an. Ich baue die aus. Achter Maulschlüssel, setzen an und drehen. Schwupps, schon ist er draußen. Ne? Hier sehen wir schon, oh, die Achse ist stark mit. Meine Fresse, ist die durch. Die ist so richtig weggerieben. Sieht er das? Total platt. Da ist nichts mehr. Bedeutet natürlich auch, dass da keine Winde ist. Dann kriegt man natürlich die Narbe auch nicht auseinander. Also hier ist sowieso in dem Fall ist es empfehlenswert, eben alle zu tauschen. Das gesamte Laufrad, wenn die Achse hin ist. Geht ja auch nicht anders. Wir schauen trotzdem mal rein. Ich bereite das im Grunde genommen schon mal vor hier. Das ist jetzt quasi ein Opferrad von mir. Wir schrauben auseinander. Die Klinken, die hier eigentlich manchmal brechen, sind auch noch gut. Alle toppi aus. Ich verstehe nicht. Na, ich spanne erstmal ein hier. So, andere Seite ist offen, endlich. Das war ein Problem jetzt, wie gesagt, hier über diese kaputte Achse drüber wegzukommen. Das Lager ist in Ordnung, das Teil ist in Ordnung. Ich frage mich wirklich, wo hier der Fehler liegt. Bremsmantel. Ist auch in Ordnung. Dann brechen die hier gerne mal auseinander. Aber das ist auch in Ordnung. Da ist er hin. Na Gott sei Dank. Und jetzt hebe ich das ab. Antreiber. Der ist in Ordnung. Also ich weiß nicht, woran es liegt, dass das kaputt ist, dass das blockiert. Ich habe keine Ahnung.
ist doch scheiße. Was denn? Ja, ich habe sie komplett zerlegt jetzt. Funktioniert schon, aber hier die Achse ist kaputt. Hm. Ui, gar kein Gewinde mehr. Der dritte Gang, der hat dann blockiert. Dachte ich, dass da drin irgendwas gebrochen ist und blockiert. Ja. War aber nicht. Das ist auch kaputt hier, die ist abgerissen. Mal gucken, ob die jetzt überhaupt noch irgendwie funktioniert. Ja, und kannst du bei meinem Peugeot die Frontscheinwerfer, die Glühbirne wechseln? Ja. Irgendwie ist da einer Seite lieber im Arsch. Wo ist denn dieses Fahrzeug? Dieses Fahrzeug ist ein Ruprechtstraße. Ruprecht. Wir wollen hier ran. Abdeckung weg. Einmal ab und dann jetzt haben wir so die Sicherung entfernt. Dann ging's raus. Ga. Meine Güte. Leute gibt's, die können einen nur stressen. So, ditte. Dann Yo, we're gonna do it again. Here we are. Boom. Street report. What's going on today in the bike land? Yo. I don't know. Nothing. We had a woman over there 23 times trying to park the car. Mm. But you know what? She did leave enough space for the next one. That was kind of cool. Once in my life. Free, and then you came back to just one look, and then my heart went boom, flying high in the neon sky. Oh, oh, yeah, just one look, and then my heart went crash, flying high in the neon sky. Und ist das, was ist das? 50er? Das ist 50. Genau der, den ich brauche. My son, you know. Hey man, that's me, Danny California. Nice to meet you. Danny California. Master performer. Rocked the mic since the day I was born. If you listen too much, I make you yawn. Oh. Driving back from Treptow yesterday, I went to that insult, you know the island? Yeah.
And upstairs, as they're coming out, I could hear a band. They have a rehearsal room upstairs. Funk band. Very cool. Boom. And a boom. And I thought I filmed a little bit, you know. And then it starts raining like this as I come back. Summer rain. It was very nice. Yeah. I don't want to. So ich mach mich los. Nice to meet you. I'm out of here. I've got to go and get some lunch. Yo, I'm going to make sure you're on the vlog. You have to check. Yeah, I put it. Sollen Sie einfach vor, Leute, einfach mal. Mein Sohn war gerade eine Glühbirne kaufen für das Auto und baut die ein und funktioniert nicht und die hat dann so eine Packung gekriegt. Wie sieht das denn aus? Sieht ja schon aus wie ausgelutscht. Kreuzberg Garage, das sieht aus, als wäre 100 Jahre alt, diese Hammerbirne. Ich fasse es nicht. Funktioniert nicht. Natürlich kaputt, auch kaputt die Birne. Das ist doch scheiße. Double Snakebite, sagt er. Einmal vorne, boom, kaputt. Einmal hinten, boom, kaputt. Und neue Reifen. Machen wir mal schnell. Ganz schnell. Achtung und Tommy ist voll, aber auch fertig. Ha, mit dem Rad. Und der Mika ist da. Richtig. Der Mika, der Mika. Der Mika kommt wohl gar nicht mehr, der Mika. Wessen Worte waren das? Echt? Hubert, hier, nee, Lotte. Hubert, Lotte, Walter. Der Beobachter. Der Beobachter, The Watchman. Ja, genau. Watchman. Oh, jetzt geht's los. Kreativität. Wow. Das ist ein Bieke. Hä? Ah, ich hab Fahrrad. Das ist ein Bieke. Das ist ein Bieke. Das ist ein Bieke. Ihr Bicyclet da. Wollt ihr noch kurz abmachen? Nö. Kann man nicht. Ja, irgendwo, wo noch Platz ist. Mann, ist alles voll. Was, du willst arbeiten? Richtig arbeiten? Wie lange hältst du denn so was durch? 2 Tage die Woche. Ich geh richtig arbeiten, hast du gesagt. Ich geh mal probieren. Ja, also Dienstag und Donnerstag. Das mit der Nexus 3-Gang vorne, das lässt mir irgendwie gar keine Ruhe. Irgendwie, ich hab's ja wieder zusammengebaut und das funktioniert ja auch irgendwie, aber nicht. Irgendwie nicht einwandfrei, auch das merkt man, da stimmt was nicht. Und ich habe den Fehler nicht gefunden, verdammt. 31 Videos und nichts Interessantes. Nein, Scheiße. Jetzt baue ich hier in so ein Schrottrad zusammen von meinen Rädern, wo sie das Hinterrad zertreten hatten. Eigentlich ein Rad, was sich die Reparatur, wo sich die Reparatur nicht lohnt, weil ich habe das Teil überhaupt nicht da. Ich muss ein neues einbauen. Jetzt baue ich hier ein neues Hinterrad ein. Aber was soll ich machen? Ich kann es ja nicht wegschmeißen. Da muss ich halt dein Geld nicht dafür. Und dann ist nicht so hart. Diese Sand. Aber ist zu diese mit die blaue Reifen. 250? Ja. Ja. Aber ist zu hart für mich. Ja. Okay. Das ist nur vorne. Mhm. Aber so in der Art suchst du. Ja, genau. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Okay. Mhm. Und für meine Größe auch. Ich glaube, das ist schwierig. Mhm. Ich will immer ein bisschen größer. Ja. Ja, es ist sehr hoch, das Rad. Eigentlich ist es, also es liegt sehr hoch, der Rahmen. Ja, ja. Ja, aber eigentlich ist der Rahmen selber, wenn man drauf sitzt, die Rahmenhöhe ist gar nicht so hoch. Bloß trotzdem fühle ich es zu hoch. Ja, ja. 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 Okay. Ja, wir haben nur ein günstiges Rad, Damenrad zu verkaufen gerade. Hm? Wo? Das ist dieses hier vorne. Yeah, awesome.
komme. Ich schreibe mir jetzt auf Probe. Ja, mach das. Der sitzt jetzt in der Dänachstraße. Ja. Halt liegt so ein ja. Und dann gehst du raus, so wie hier stehen. Dann kommst du auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Und Erika macht eine Kirche, Erika macht auch die Straße im Bogen hinten rum. Und dann stehst du vor einem alten Feuerwehr. Und da meldest du dich, Thomas sowieso, Herr Müller, ja, dann gehst du unten, die melden dich an, ja. Oben beim Kurs Fritzen und dann gehst du hoch, bis dein Seminarraum zugeteilt. Ja. Musst du aber Sportsachen mitnehmen und 40 Euro. Ja, 40 Euro. Ja, aber musst du mal denken, die müssen auch die Räume in Schuss halten. Ja, ja, ja. Die müssen die Toiletten sauber halten, da können sie nicht rinscheißen, bis es steht. Ja, ja, ist so. Lach nicht. Ja, habe ich. Mach ich. Herr Mohn ist geschlossen wegen Einschulung. Wegen Einschulung, ja. Welche Maus kommt denn zur Schule? Ach, ist nicht, ist von der Familie, aber nicht unsere. Aber müssen wir hin. Müssen wir hin. So, herrlich, haben wir. Das war's. Gut. Hände frei, das war's. Jetzt das nächste Rad fit machen hier. Was hier eigentlich auch fast nicht lohnt. Aber wir können ja nicht so viel Müll produzieren, das geht ja nicht. Naja, ich schätze mal, wenn das dann ja steht und so und die Leute das sehen mit einem relativ sauberen Rahmen, auch wenn der Aufkleber schief angelegt ist. Richtig ekelhaft. Dann werden sie das auch kaufen. Frühschicht, jetzt verstehe ich gar nicht mehr. Nein, ich habe irgendwelche Überstunden gemacht. Mhm. Ja, eben. Also eine Klemmerschicht, also unser Chef schiebt eine Klemmer ein bisschen Überschicht. Was machst du denn jetzt gerade? Wo arbeitest du? Bei Walter Automobiltechnik, da musst du mal zahlen. Walter was? Walter Automobiltechnik. Automobil? Ja, ja. Was macht ihr da? Wir machen sowas wie du, bloß statt Fahrrad. Also macht ihr Reparatur? Nein, nein. Wir machen richtig Produktion für BMW. Okay. Und da kommen also diese kleinen Mini-Teile, was der Kunde nicht sieht, was so ein Auto drin gebaut wurde. Ja. Das macht ihr. Das ist ein guter Job, oder? Ja, ja. Ich bin da ja mit. Das ist kein guter Job. Na doch. Ja, nur der von Bieden. Okay. Also er hat den Gleichstellungsgrundsatz ausgeschrieben. Mhm. Darfst du nicht weniger kriegen als ein noch fester nicht? Genau. Mhm. Ich krieg praktisch den gleichen. Mhm. Vielleicht sonst 100 Euro mehr. Aber was hast du? Ja, ich habe eine große Medaille. Na, guck mal. Mhm. Der Gehreif war gerade da. Und hat mir ein paar Münzen verkauft. Medaillen eigentlich, keine Münzen, Medaillen. Einer hat er selber modelliert sogar. Den Schlüter. Schlossbau. Schön. Judith Wart, morgen ist geschlossen. Ich mache jetzt Feierabend. Auf alle Fälle, es ist jetzt 21 Uhr, genau. Also, die flackert nur.
Wir sehen uns vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht auch erst am Montag. Mal sehen. Gehabt euch wohl. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao.